Trilogie beginnt. Die Verfilmung des Weltbestsellers. Seit 39 Jahren bekomme ich zu jedem Geburtstag eine getrocknete Blume geschickt. Was glauben Sie, wer ist der Absender? Harriet Mörder. Stieg Larsson, Verblendung. Wasp, das dritte Buch Mose. Jemand hat sich in meinen Computer gehackt. Wer war das? Lisbeth Salander, du musst mir helfen. Der Mann ist ein Sadist. Er hasst Frauen. Harriet hatte eine Liste der verschwundenen Frauen gemacht. Jeder hat ein Geheimnis, bis es entdeckt wird. Es war jemand hier. Stieg Larsson, Verblendung. Ich kenne dich überhaupt nicht. Ist besser so. Demnächst im Kino. Nein? Können wir unterbrechen? Warum gehen wir das alles wieder durch? Gehen wir einen Schritt zurück. Die Familie ist zutiefst verzweifelt. Und in der Verzweiflung zücken die Menschen gern die Messer. Wenn du etwas weißt, dann spuck's aus. Ich vermute Fremdeinwirkung. Oh! Nein. Doch. Was? Was? Hast du das gerade gegoogelt? Gegoogelt, ja. Ich finde, das sollten wir öfter so machen. Jimmy, ich sag's dir einfach. Ich muss dich entlassen. Dich haben sie gerade gefeuert. Ich wurde entlassen. Aus versicherungshaftungstechnischen Gründen. Der einarmige Barkeeper. Ein bisschen mehr Respekt. Charlotte Motor Speedway. Ich weiß, wie sie das Geld befördern. Der Einzige, der echt weiß, wie man Tresore in die Luft sprengt, ist Joe Bang. Das ist eine Strafvollzugsanstalt. Wir haben einen Plan, wie wir dich rausholen. Das Ding hier ist das wichtigste Rennen des Jahres. Wir brauchen Computer-Genie. Ich weiß ja ziemlich alles über Computer, okay? Ja? Die ganzen Twitters und so kenne ich alle. Willkommen beim wichtigsten Rennen des Jahres. Von hier bis zum Tresor, wie weit? 20 Meter. Keine Ahnung, vielleicht 30. Was denn jetzt? 20 oder 30? Wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun. Wir wissen nur so viel, wie wir wollen, dass Sie wissen. Meine Verbrecherlaufbahn ist vorbei. Das ist absolut hirnverbrannt. Alles im Griff. Jetzt bin ich mal gespannt. Das muss wehgetan haben. Ich will alles über Jimmy Logan. Ich mach mich hier gerade nackig.
Also nicht gucken. Ich hab gesagt, nicht gucken. Ihr Logans seid echt so eine Spackus, wie die Leute behaupten. Behaupten das die Leute? Gibst du mir mal bitte meinen Arm? Ist das der hier? Sie ist weg. Sie beide wissen, was auf dem Spiel steht. Es ist nicht mehr viel Straße übrig. Verdammt, schießen Sie! Was sagt man über so einen Mann? Vor 3 Monaten haben sie die Festplatte mit allen Agenten, die weltweit in terroristische Vereinigungen eingeschleust wurden, verloren. 007 meldet sich zum Dienst. Wo zum Teufel waren Sie? Ich habe den Tod genossen. Ich habe nur eine Frage. Warum bleiben Sie nicht tot? Man kann ruhig zugeben, dass man nachlässt. Sie war nicht Ihr Ziel. Sie wollten, dass sie es sieht. Willkommen beim neuen MI6. Ich bin Ihr neuer Quartiermeister. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Walter PPKS 9mm. Kodiert auf Ihren Handabdruck, nur Sie können sie abfeuern. Weniger eine willkürliche Mordmaschine. Mehr ein persönliches Statement. Hugh. 007. Ich möchte Ihren Auftraggeber kennenlernen. Was wissen Sie über Angst? Ich weiß alles. Die hier ist anders. Die kennt nur er. Sehen Sie sich an. Spione jagen. England. MI6. Sie hat sie auf mich gehetzt, obwohl sie wusste, dass sie noch nicht bereit sind und vielleicht sterben. Mami war sehr böse. Die 2 Überlebenden, das hat sie aus uns gemacht. Jeder braucht ein Hobby. Und was ist ihrs? Auferstehung. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nur, dass wir deins noch nicht kennen. Die Welt rüstet schneller auf, als wir reagieren können. Wo ist 007? Du musst mir einen Gefallen tun, Bruder. Du bist der Einzige, dem ich trauen kann. Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond. Sie sind Doppel-Null-Agentin. Seit 2 Jahren. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Wenn doch, jag ich Ihnen eine Kugel ins Knie. In das Gesunde. Dachte mir schon, dass Sie sich verstehen. Name? Bond. James Bond. Sie sind nicht tot? Hallo Q, ich habe Sie auch vermisst. Er ist der größte Trumpf, den dieses Land hat. Wenn Sie glauben, die Kontrolle zu verlieren. Nein, ich verliere nie die Kontrolle. James, du hast alles für sie aufgegeben. Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird das dein Tod sein. Was ist das? Nicht, was das ist. James Bond. Lizenz zum Töten. Ein Leben voller Gewalt. Als würde ich mit meinem Spiegelbild sprechen. Aber ihre Fähigkeiten sterben mit ihrem Körper.
meine leben auch noch lange nach meinem Tod. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen.